Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Runde vom Craftnik Konflikt. Eine Workshop-Map von Damian das Gnu hier auf schwer. Ja, wir starten mit Mission 3, Olafs Raubzug. Nach der Gefangennahme Edwins beschließt ihr, eure Residenz in seine Burg zu verlagern, um Lord Barclay jede Gelegenheit zu verwehren, in den Westen einzudringen. Euer Plan geht auf und der Hammer zieht sich wieder hinter seine eigene Grenze zurück. Bedauerlicherweise muss nun euer ehemaliges Lehen neu besetzt werden, um auch dort keine Angriffsfläche zu bieten. Oh, was ist mit meiner Zunge los? Wahnsinn. Kurzerhand, ernennt ihr einen neuen Vasallen, der dieses Gebiet besetzt, sich aber leider als völlig unfähig herausstellt. Man sollte vielleicht nicht den erstbesten Bauern nehmen, den man nach dem morgendlichen Geschäft auf der Straße findet. Zu allem Überfluss beginnt Olafs alljährlicher Raubzug nach Craftnik. Und da sich euer neuer Vasall nicht selbst verteidigen kann und seine Länderei eine strategisch wichtiger Punkt für die Kontrolle Craftniks darstellt, müsst ihr selber wohl oder übel die Verteidigung übernehmen. Genau, das machen wir jetzt. Wir müssen unseren Vasall beschützen und ja, jede Invasion überleben. Das wird sich aber als brutal schwierig herausstellen. Dieser ganze Part wird hier leider gleich Männer an die Waffen! Verschwinden leider. Aber gut. In Bewegung. Ja, ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet. Bereit. In Erwartung dessen, was kommen wird. Unsere Schwerter, diese ganzen sind Schwertkämpfer, werde ich hier natürlich postiert lassen. Sire, befehligt uns. Und gehen in Stellung. Ja, hoffen, dass ich das irgendwie abgewehrt bekomme. Gut, aber zunächst kann ich der Länderei sagen, dass sie irgendwas produzieren soll? Nö. Leider nicht. Wir müssen jetzt vor allem mal diese Lücke hier schließen. Und da noch eine weitere Armee hinschicken. Denn, ach, warte mal. Ich baue hier mal ein Torhaus rein. Damit es hier schneller zum Kornspeicher geht. Denn hier unten, komm, ich baue mal hier noch ein bisschen Getreide hin. So, so, so. Kirche hatten wir. Das muss jetzt erstmal alles besetzt werden. Hier ist klar. Haben wir überhaupt? Ja, doch, wir haben genug Kapazität, aber die Nahrung war auf Null, warum auch immer. Gut, wir haben jetzt aber ordentlich Geld, also da können wir mal ganz kurz hier neue Befehle, mal einkaufen gehen. Genau, die Lanzenträger. Tatsächlich würde ich Lanzen die auch mal vorwärts. Hier zur Verteidigung mit dazu schicken. Auf euren Befehl. Die Schwertkämpfer, die ich jetzt hier habe, die behalte ich mal als Wache, denn wir wissen ja, diese Burg wird auch angegriffen werden. Das wird also alles andere als einfach. Und ja, die Schwertkämpfer, die ich ausbilde, zack, die kommen auch damit hin. Also, ich habe große Angst auf jeden Fall vor diesem Angriff. Für den Ruhm. Wie sieht denn das jetzt aus mit der Beliebtheit? Was ist denn los? Ach so, Steuern. Machen wir mal runter. Und Rationen mal schön hoch. Ihr seid ein wenig unbeliebt, my lord. Gut, dann sollte das jetzt sich etwas bessern. Bier haben wir. Doch, wir können eine Kneipe bauen. Also gehe ich auch nochmal auf Bier. Unsere Truppen werden angegriffen. So werden die denn angegriffen? Ach ja, geht schon los. Wir kämpfen tapfer. Es geht schon wieder los. Bereit machen. Was sagt ihr, Malot? Ah, jetzt sind die Axtwerfer auch aggressiv hier. Wir sind eure Leute. Ich sollte die näher rankommen lassen, ne? Werdet ihr uns brauchen? So, besser. Männer an die Waffen! Verteidigungsstellung. Diese Länderei gehört die mir noch? Nee, die ist leider neutral geworden. Eure treuen Bogenschützen. Kann ich die erobern wieder? Bogenschützen in Bewegung. Ich frage für einen Freund. Alter, okay, die Zeit bis zur letzten Invasion, das geht ja jetzt ziemlich schnell. Ich glaube, das hat er ein bisschen beschleunigt. Kann das sein? Eure Beliebtheit steigt. So, ein Verbündeter wird angegriffen wieder mal, ja. Ach nee, das ist jetzt so eine Truppe, genau, die setzt sich da drüben jetzt fest. Unsere nee. Bögen werden singen. Die Länder. Ah doch, ich kann die kaufen. Wir sind bereit. Ach, na dann. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten mir doch keine benutzt, verfluchten lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern.
Keine verfluchten Kerzen, Alter. Was will ich mit Kerzen? Ich meine, okay, ich habe eine Kirche, aber trotzdem. Wählt die Güter aus. Schickt mir das Ziel aus. Speere. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Bitte. Wählt die Menge aus. Oh nein, da ist jetzt dieser eine Axtwerfer. Oh boy. Nee, die müssen da jetzt weg. Die Männer sind guter Dinge. Bogenschützen unterwegs. Okay, jetzt kriege ich die weggeschossen. Okay, gut. Ich überlege, ob ich jetzt auch diese Länderei hier halte. Also ich probiere das mal. Ich probiere es mal, diese Länderei dort. Spiel gespeichert. In meinem Griff. Rein halten. Zu holt sie verwalten. Euch. Sire, befehligt uns. Wenn ich hier da richtig. Kann ich nicht hin, Sire. Ach ja, ich verstehe. Man hat das da hier blockiert. Kann ich nicht hin, Sire. Klar, ich könnte hier einfach diese Engstelle da halten, why not? Neue Befehle, Sire? Marsch! Okay. Ja, Herr. Auf euren Befehl! Klar, ich könnte. Das hätte man vorher mal machen können, Augen auf, Männer. Dass man hier. Das. Ach. Wir können auf diese das ist. Nicht bauen, ist geändert Sire. Worden, glaube ich, alles, ne? Aber klar, diese Stelle hätte man noch viel einfacher verteidigen können als diese hier. Ja, Sire. Ziehen los. Ich meine, hier habe ich sogar noch einen Höhenvorteil. Ach, das ist ja viel besser, als ich dachte. So. Okay, die ganzen Schwertkämpfe erstmal ausbilden. Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen behalte ich erstmal. Unsere Sehnen sind gewachst. Die schicke ich da jetzt nirgendwo hin. Habe ich eine Baumeistergilde? Sieht nicht so aus. Sollte ich aber eigentlich irgendwo bauen. Wie lautet der Plan? Danke, my lord. Hey, jetzt kriege ich das sogar echt verteidigt. Guck mal einer, schau. Erwarte Befehle. Sollte die Schwertkämpfer aber da nicht zu nah reinschicken, weil dann können meine Bogenschützen nichts mehr machen. Gebt uns nur ein Ziel. Oh, perfekt. Ich bin da auch noch hin. Euer Zeichen, Sire? Ach, dass hier alles zu ist, das ist gut, natürlich ärgerlich. Unsere Bögen sind ungeduldig. Aber so kriege ich das ja relativ einfach verteidigt. Warum ich da nicht schon bei zwei Kerlen eine Karte drauf gekommen bin, frage ich mich. Rekruten benötigt, Sire. Normale Ration. Okay, nee, ich stelle trotzdem auf doppelt. Doppelte Rationen? Wunderbar. Das Volk verehrt euch, Sire. Okay, ich habe zwar noch viel Geld, aber das sollten wir mal nicht hier Rekruten überschätzen. Rekruten benötigt, Sire. Die Zeit geht aber echt schnell runter, habe ich das Gefühl. Wir kämpfen tapfer. Okay. Was sagt ihr, my Lord? Glaube ich, die Schwertkämpfer sollen hier mal die Stellung halten, tatsächlich. Die sollen da nicht reinjieten. Werdet ihr uns brauchen? So wie sie es aktuell machen, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Männer an die Waffen! Das, was die hier machen, die bringen sich halt gerade selber um. Ich meine, gut, okay, die halten da jetzt viel ab und töten da auch sehr viel. Das ist auch gut und richtig und wichtig so. Das ist auch gewünscht. Rekruten benötigt, Sire. Aber ich muss in der Zwischenzeit auf die Plätze, Männer. Die Festung hier etwas bemannen. Wir wissen, wie das enden könnte. Und Saren, die. Ich hoffe, die erholt sich jetzt langsam mal wieder so ein bisschen. Das wäre schön. Unsere Truppen werden angegriffen. Ich schicke ihr mal Nahrung. Ich glaube, das ist nämlich das, was sie gerade nicht hat. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, mein Lord. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass sie sich gerade beliebtheitstechnisch nicht fangen kann. Eben weil sie halt gerade da so schwere Probleme hat. Unsere Schwerter sind die euren. Schwertkämpfer, vorwärts! So, Stellung halten. Sire, wer hätte das gedacht? Die überleben sogar hier. Befehle, Sire? Hilf ihn doch mal. Kann doch nicht weg, du Feigling. Du feige Sau. So. Wir setzen auf mehr Nahrung. Und Bier habe ich getroffen. Ah, Bier ist sogar da. Okay, cool. Ich habe wahrscheinlich sogar schon irgendwo eine Brauerei, aber ich baue es. Hey. Ich baue es trotzdem nochmal zwei hier hin. Und eine Schenke. Zack. So.
Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Noch mehr Steuern zu nehmen. So. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ja, die Bogenschützen, die rasieren hier einfach gottlos alles weg. Unsere Truppen werden angegriffen. Okay. Sehr gut. Keine Armee dieser Welt kann dort jetzt gerade was unternehmen. Das ist richtig und wichtig. Bogenschützen, so. Bereit machen. Bogenschützen. Schicken wir mal da hoch. Speere hoch. Lanzenträger lassen wir hier mal Wache schieben. Rekruten benötigt, Sire. So. Saren, ich weiß nicht. Doch, da ist Nahrung drin tatsächlich. Also irgendwas ist, dass sie sich noch nicht... Dass da irgendwie keine Leute hinkommen gerade. Warum auch immer. Vielleicht, weil sie nicht genug Häuser hat. Sie hat nicht genug Wohnraum. Und das kann ich ihr natürlich jetzt wir hier nicht bieten. Wir können auf dieser Länderei nicht bauen, Shire. Das muss sie schon selber irgendwie hinkriegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr passieren wird. Naja. So. Noch eine Beförderung ist nicht drin, aber... Waffen benötigt, Shire. Noch einige Schwertkämpfer. Das sollte dann aber auch echt reichen da drüben. Auf euren Befehl! Ich glaube, noch mehr ist wir da einfach. Bewegen uns. Gehen in Stellung. Überflüssig. Bogenschützen in Bewegung. Guck mal, ich kann hier noch Verteidigung aufbauen. Ich mach das mal. Einige Baumstämme. Zur Sicherheit. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Okay, das ist aber die schlecht. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Das ist sehr schlecht, dann muss ich die Steuern keine jetzt auch mal Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Stark reduzieren. Durch Unterhaltung und Bier kann ich es gerade ausgleichen, das ist gut. Aber wer weiß, wie lange das noch so gut geht. Ich spamme jetzt hier alles mit Bäckern voll. Weil eigentlich am Getreide und am Mehl dürfte es nicht scheitern. Also Mehl ist da, Getreide ist ein bisschen karg, aber da können wir noch ein bisschen was gegen machen. Diese blöden Stücke, die einfach nur sinnlos Platz verschwenden. Naja. Da kommt die nächste Streitmacht. Erwarte Befehle! Aber ganz ehrlich. Schwertkämpfer, vorwärts! Da kommt kein Mäuschen durch. So viele Schwertkämpfer. Das dürfte alles jetzt hier wunder. Oh, okay. Ach so, aber das ist relativ wenig. Geht das jetzt schon los hier mit dem Angriff? Gut, dass ich jetzt schon einige Bogenschützen hier habe, die das jetzt schon gut abwehren können. Die Lanzenträger, die Mission. Wir sind eure Leute. Kommen hier mal auf. Die Männer sind guter Dinge. Die Welle? Wo ist der Feind? Waffenbrüder, um Leitern auf abzuwehren. Die Welle. Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen unterwegs. Ein paar stelle ich mal noch da drüben auf und ein paar stelle ich auch noch. Unsere Truppen werden angegriffen. Ein paar stelle ich auch noch hier auf. Wir kämpfen tapfer. Wo wollen die denn lang? Wir wollen den Lord von der Innenseite angreifen, ne? Oh ja, okay, da muss ich natürlich auch mal was sagt ein bisschen ihr, vorsorgen, weil da kommen ja noch die piktischen Bootskrieger irgendwann, ne? Das wäre unangenehm. Okay, was auch immer das jetzt hier darstellen wollte, aber ist auf jeden Fall wir kein sind zu dicht am Feind für den Bau. Kein wirklich bedrohlich. Warum teilen die sich so auf? Ich glaube nicht, dass das so sein soll, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant ist. So, wir machen mal ein paar Schweinefarmen. Ich hatte doch eine Burgküche, oder? Doch, da ist eine. Sehr gut. Ich weiß nicht, was da drin ist aktuell. Ach ja, ein bisschen Wein und Gemüse. Wo auch immer. Ach, hier kommt das Gemüse her. Okay. Habe ich jetzt noch ein paar Schweine ergänzt. Rekruten benötigt, Sire. So, die sollen den mal hier beschützen. Werdet ihr uns brauchen? Kolonne bilden. Und dieser Pass, der wird gehalten. Männer an die Waffen! Ja, Olaf hat die Länderei jetzt eingenommen. Bereit! Die spawnt ja direkt unsere vor meiner Truppen Nase. Boah, das ist ja frech. Ist das jetzt schon Spawn-Camping, was ich hier damit quasi mache? Vermutlich schon.
eure treuen Bogenschützen. Rauf auf die Welle! So. Unsere Bögen werden singen. Sammeln! Waffen benötigt, Sire. Augen auf, Männer! Rekruten benötigt, Sire. Waffenbrüder, auf die Welle! Okay. Bisher ist das noch keine große Gefahr. Ich glaube, das ist jetzt der Hauptangriff, der quasi auf den Bergfried gehen soll. Und den habe ich schon stark vorgeschwächt, würde ich jetzt mal sagen. Oh, das ist jetzt natürlich bitter, der kann da nicht getötet werden. Wir sind bereit. Ziehen los! Gut. Okay. Unsere Schwerter sind die euren! So, sehr schön. Sire, befehligt uns. Der sieht noch gut aus. Meine Base sieht soweit noch gut aus. Ich glaube, das ist mir sogar mal ein Safe-Wert. Wo haben wir denn hier? Crafting-Konflikt. Spiel gespeichert. So, alles andere. Interessant. Wie sich jetzt hier abklatschen, das ist auch sehr wild. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen finalen Angriff auf den Bergfried selber, das weiß ich. Und sobald der passiert, muss ich die Truppe hier komplett zurückziehen. Wobei, es kann sein, dass wir den vielleicht auch so abwehren können. Waffen benötigt, Sire. Vielleicht können wir den auch so zurückschlagen. Ich würde jetzt mal noch... ...mal 30 Schwerter kaufen und 30 Rüstungen. Und den neuen Sammelpunkt der Schwertkämpfer mal in den Bergfried reinsetzen. Unsere Truppen werden angegriffen! Der nächste Angriff, der direkt vor der Nase spawnt. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, dass da die Angriffe direkt so spawnen. Da hatte ich jetzt keine Ahnung, aber der geht ja auch gar nicht dahin, sondern der wird quasi runtergehen. Interessant, wie die Schüsse kiten wollen. Sie schaffen es tatsächlich sogar. Olafs Ritter, man kennt sie. Neue Befehle, Sire? Auf euren Befehl! Es sind trotzdem noch 150 Bogenschützen, die da am Start sind. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Bogenschützen, vorbereiten! Ich jetzt mal kurz gucken, wann die Lanzenträger darunter hier ist. Holt sie euch! Dieses Gekeite dort mal unterbinden soll. Erwarte Befehle! Wo ist der Feind? Ja, Sire? Ich stelle hier drüben mal noch ein paar Wachen auf. Unsere Sehnen sind gewachst. Hey. Gebt uns nur ein Ziel. Wer weiß, ob ich hier hinten gebrauchen kann. Ist das jetzt unsere der Angriff? Unsere Truppen werden angegriffen. Der Angriff, der jetzt quasi final auf den Bergfried erfolgt. Spiel gespeichert. Truppen greifen an. Ah, der Angriff soll das sein, okay. Wir kämpfen. So, ich habe gespeichert. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Ziehe ich jetzt komplett zurück. Was sagt ihr, my Lord? Genauso wie die hier. Ah ja. Hui. Das sind einige. Werdet ihr uns brauchen? Auf die Plätze, Männer! Männer an die Waffen! Dass die Schwertkämpfer eingetroffen sind. Für Ruhm und das kann Ehre. Natürlich eine Weile dauern jetzt. Waffen benötigt, Sire. Aber ich denke, ich könnte es auch so schaffen ohne die. Euer Zeichen, Sire? In Bewegung. Bereit, Sire. Waffen, wir haben ja einiges, was hier Leitern wegstoßen kann. Auf die Welle. Natürlich gegen die Belagerungsgeräte wird es schwierig werden, so wenn er mit Katapulten und Trieböcken kommt. Die werde ich wohl nicht so gut abwehren können. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ich es schaffen sollte. Die Pikten, die werden hier sofort abgeschossen. Bogenschützen, bereit machen. Sehr gut. Wir bewegen uns. Alter, jetzt wird hier alles mit Bogenschützen besetzt. Ich muss nur aufpassen, dass jetzt hier nie noch eine snitchige Hinterhaltaktion kommt. Bereit. Ja. Ich lass mal noch ein paar weitere Schwerter sind die euren. Schwertkämpfe jetzt zurück, die so das Schlimmste abwehren könnten. Sire, befehligt uns. Wir sind eure Leute. Gehen in Stellung. So, da geht der Angriff los. Ach du Scheiße, warte mal ganz kurz. Ich muss das mal ganz kurz pausieren. Puh.
Boah. Was für eine Belagerung epischen Ausmaßes. Kann man ja hier schon sagen. Heilige Scheiße. Heiliger Huber. Wie ärgerlich, dass dieses Symbol jetzt hier ist. Dann kann man das nicht so schön sehen. So sieht man es vielleicht auch nochmal ganz gut hier. Das ist schon krass. Bin ich gespannt, was jetzt passiert. Gehen wir mit dem Spieltempo mal ein bisschen runter. Damit man die schiere Epik dieser bombastischen Schlacht besser ergreifen kann. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich die Lanzenträger direkt nutzen hier. Alles wird gut, Männer. Ungewollt zum Zerstören der Belagerungsgeräte. Unsere Truppen werden angegriffen. Ist ja toll. Immerhin, zwei Katapulte konnten schon mal zerstört werden. Neue Befehle, Sire? Oh, sehr gut. Ich habe so viele Bogenschützen hier. Eure treuen Bogenschützen. Können da alles wegschießen, was sie wollen. Unsere Bögen werden singen. Keiner. Rauf auf die Welle! Kann es verhindern. Bogenschützen in Bewegung. Ich habe so viele Archer. Hier oben. Wie viele sind das denn? Auf euren Befehl. 276. Junge. Erwarte Befehle. Das ist einfach heftiger als Helms Klamm hier. Jede Zinne ist bemannt einfach. Bogenschützen vorbereiten. Von überall aus allen Rohren und allen Bögen und allen Seen wird geschossen. Die kommen nicht mal ansatzweise ran, krasserweise. Vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben mit Bogenschützen und mit Truppen im Allgemeinen. Vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben. Vielleicht hätte ich einfach irgendwann den Punkt abfangen sollen, wo ich sagen sollte, okay, jetzt bilde ich nichts mehr aus. Wir kämpfen tapfer. Ich stelle die runtergehen. Njong. Ja, Sire. War wichtig, dass die hier abschießen, vor allem. Unsere Sehnen sind gewachsen. 88 auf diesem Turm, oder? Okay, jetzt geht's um die Leitern. Oh, ihr Idioten, warum stoßt ihr die Leiter denn nicht einfach weg? Was sagt ihr, my Lord? Warum seid ihr denn dumm? Werdet ihr uns brauchen? Männer an die Waffen! Los an den Wall! Unsere Truppen werden angegriffen. Waffen benötigt, Sire. Tötet alle, die passieren. Was macht ihr denn, ihr Idiot? Ihr sollt einfach die fucking Leiter wegstoßen. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Oh, okay. Bereit. Falls ihr noch irgendwo Sperre habt, Brüder, müsstet ihr mal bitte runterwerfen. Der Burgherr wird angegriffen. Unsere Schwerter sind die euren. Nein. Ey, das kann nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Junge. Oh Mann, ey, das ist doch perfekt getimed hier. Lass mich rein, Saren, lass mich rein. Nein, Saren. Saren, das gibt es doch nicht. Du blöde Bitch. Das kann nicht wahr sein. Lady Saren. Ich schwöre, ich finde dich und dann werde ich dich fertig machen. Das kann doch nicht sein. Jetzt ist mir die gleiche Scheiße passiert wie Utwin. Oh. Okay. Wo ist der Lord? Sire, befehligt uns. Fuck, Alter, du bleibst hier im Bergfried. Hast du es verstanden? Wir werden jetzt hier alle Tore zumachen, sodass er nirgendwo mehr rauskommt. Was für ein Drecksmove. Da kann ich nicht hin, Sire. Ey, Mann. Und ich habe noch einen Short für Utwins Kanal erstellt, wo dem quasi das gleiche passiert. Für seine Lordschaft. Super ärgerlich. Ach, ist Waffen das bitter. Benötigt, Sire. Naja, gut. Passiert. Da machst du nichts. Erwarte Befehle. Da machst du nichts. Neue Befehle. So, ich glaube, hier drüben werden keine Leitern angelegt, daher das ist noch ein bisschen frei dort. Waffenbrüder, auf die Welle! Wir kämpfen tapfer! Befehle? Wenn die Torhäuser zu sind, kann er nirgendwo rein. Kann der Lord nirgendwo raus, meine ich.
Denkt an die Ausbildung. So, da kommen die Pikten. Gebt uns nur ein Ziel. Rauf die werden auf aber instant in die Hölle geschossen. Euer Zeichensire. Da kann ich sogar noch ein paar auf die abziehen. Welle. Rauf auf die Welle. Bogenschützen, bereit machen. Oh boy. Wir sind eure Leute. Okay. Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Die Männer sind guter Dinge. Waffen benötigt, Sire. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Gucken, wo der Lord ist. So, der ist doch noch beim Festmahl. Das ist in Ordnung. Beim Festmahl darf er bleiben. Was sagt ihr, my Lord? Werdet ihr uns brauchen? Für die Ehre! Für den Ruhm! Jetzt haben wir da 20, das ist auch okay. Warte mal. Ach so, nee, ich dachte gerade, ich hätte deren Belagerungscamp zerstört, aber das ist nicht der Fall. Eure treuen Bogenschützen. Rauf auf die Welle! Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. Bogenschützen, vorbereiten! Belagerungsgeräte müssen ja, dort weg. Sire. Bogenschützen unterwegs. Sehr gut. Das sieht gut aus. Okay, ja, ich werde die Schlacht trotzdem jetzt gewinnen. Männer an die Waffen! Keiner blöde Drecklord. Nein, du gehst hier hoch. Du wirst nicht in die Kirche gehen. Die Kirche wird jetzt hier. Ach, ich. Oh mein Gott, ich hätte noch so viel Kohle darüber abgreifen können. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Über die Schatzkammer. Das ist ja ärgerlich. Unsere Sehnen sind gewachst. Gebt uns nur ein Ziel. So, jetzt drehen wir nochmal mit dem Speed ein bisschen runter. Boah, ja. Oh, jawohl. Da sind einige runtergeflogen. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Sollen wir ruhig machen. So, ihr sollt nur wegstoßen, da nicht runtergehen, ja? Habt ihr das verstanden? Ah, Mist, ärgerlich, ich hab den Schwertkämpfer da nichts getroffen. Alter, wie ist die weggefetzt, ey? Mann, wie kann man denn nur so dumm sein? Ihr sollt die Leiter wegstoßen, danke, ey, herrlich. Oh, shit. Euer Zeichen, Sire? Das sind echt Katapulte durchgekommen. Bogenschützen, bereit machen. Zerschießt dieses Verfluchte. Die treffen das irgendwie nicht. Okay. Der Lord, wo ist er? Bereit! Gut. Der Lord ist bereit, das ist gut zu hören. Waffen benötigt, Sire. Ja, sehr gut. Halt die Leiter hier auf. Sehr gut. Eure treuen Bogenschützen. Waffenbrüder, was macht ihr denn? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen, ey, wirklich. Unsere Bögen werden singen. Unsere Schwerter sind die euren. So schießt den Rambock. Sire, befehligt uns. Hört nicht auf, den zu zerschießen. Macht weiter. Oh, jetzt kommt er da echt durch, Junge. Wir sind bereit. Das kann echt nicht wahr sein. Neue Befehle, Sire? Da kann ich nicht hin, Sire. Von so einer Skala von 1 bis blöd, Alter. 10 von 10. Marsch! Schwertkämpfer vorwärts! Jetzt müssen wir irgendwie die Bresche dort halten. Erwarte Befehle! Oh nein, sie gehen die Treppe hoch! Bogenschützen, vorbereiten! Was sagt ihr, my Lord? Werdet ihr uns brauchen? Ja, Sire. Okay, den Turm wird er wohl gekiert bekommen. Bereit! Zusammenbleiben! Unsere Schwerte sind die euren! Rauf auf die Bälle! Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Blockt sie, solange es geht. Ach, wie viele Schwertkämpfer da jetzt drin sind. Unsere Truppen!
Truppen werden angegriffen. Auf euren Befehl! Ja, das soll die trotzdem easy überleben. Unsere Sehnen sind gewachsen. So, okay, damit habe ich den Angriff abgewehrt. Diese Stelle ist wirklich eine Schwachstelle hier irgendwie so ein bisschen. Die gehen hier einfach entspannt raus. Es ödet mich so an, jeden Tag das Gleiche zu essen. Schwertkämpfer, vorwärts! Okay. Waffenbrüder, vorwärts! Alles klar, dann haben wir es geschafft. Ich speichere an dieser Stelle. Sage vielen Dank fürs Zusehen. Das war der Angriff auf diese wunderschöne Castle. Und in der nächsten Folge werden wir dann quasi Olafs Invasion komplett zurückschlagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.